Ich bin der Thorsten Kröger und bin Teil der deutschen Nationalmannschaft im Shorttrack. Und ich bin hier, um den Robert Seifert zu unterstützen als sein Freund. Eigentlich hätte ich hier in Sotschi auch mitlaufen sollen, aber ich hatte knapp vor einem halben Jahr einen schweren Unfall beim Wettkampf, bei dem ich mir beide Unterarme aufgeschnitten habe. Nun bin ich dennoch bei den Olympischen Spielen und bin sehr aufgeregt, dabei zu sein. Und es ist ein Riesenevent, tolle Atmosphäre und es ist der Hammer einfach hier. Bei den Olympischen Spielen schauen Millionen von Menschen zu Hause zu. Und da stehen die Athleten dann natürlich einfach unter hohem Druck und versuchen, das zu zeigen, was sie drauf haben. Viele Athleten arbeiten einfach auf diese Spiele hart hinzu und da hilft es, wenn ein Freund zur Seite steht und sagt, gib dein Bestes und es werden alle stolz auf dich sein. Ich war damals circa 4 Monate im Krankenhaus und ich kann gar nicht beschreiben, wie wichtig es war, dass Robert für mich die ganze Zeit da war und mich unterstützt hat. Das hat uns ziemlich zusammengeschweißt und hat mir gezeigt, dass Freundschaft das Wichtigste im Leben ist.